So, okay. Let's go. Danke, Stefan, für dein Follow und willkommen in der Shigi Gang auf TikTok. Danke, 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 danke. Die neue 3D-Game oder das alte? Das alte, Okto. Ich fand tatsächlich, dass das neue, also dieses Remake von Pokémon Pearl und Diamant, kompletter Flop war. Meiner Meinung nach. What the fuck ist... Was für Mikro-Lags waren das denn gerade? Ich habe I Hate Caillou auch schon vermisst. Ulmer hatte sich entwickelt. Stimmt. Stimmt, 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 stimmt. Hab schon ganz vergessen gehabt. Mein Team aussah. So, es laggt auf jeden Fall nicht mehr. Das ist jetzt die Hauptsache. Und sollte auch hoffentlich. Ah ja. Sollte auch hoffentlich nicht mehr laggy sein. Volltreffer und zwar mal sehr effektiv. Das Problem ist, wir haben aber auch kein Flug-Pokémon dabei, gell? Nehmen wir mal Zirkel rein. Ein Layout ist. Ah, stimmt, am Fitzel. Stimmt, das müssen wir noch machen. Das müssen wir noch machen. Das hat sie sich ja beim letzten Mal entwickelt gehabt. Ah, stimmt, umgekehrt. Kampf ist gegen Unlicht sehr effektiv. Oh, muss mich erstmal wieder hier gewöhnen. Ich habe heute in Ruhe den 5. Orden in Pokémon X gemacht und meinen kleinen Dino entwickeln lassen. Der ist sehr, sehr nice. Digga, Heimzahlung ist schon krank. Machen wir Aquavelle oder Tackle? Problem ist, wir haben halt so kack Attacken drauf. Jawohl, ist verwirrt. Yo, Big Boss Fayutsu in der Haus. So sieht's aus. Anzahlung, okay. Und jetzt Aquavelle. So, Kaiutsu Gift muss ich auf jeden Fall zuerst mal eingeben. Und Zilka ist Level 30, sehr schön. Das ist wirklich sehr, sehr gut. So, ganz kurz. Und was ich auch krass finde, früher beim Pokémon Pearl hatte man ja auch den EP, also EP-Teiler hatte man ja als einzelnes Item. Das heißt, dass man konnte es nur auf ein Pokémon weiterbringen, was ich auch tatsächlich sagen muss, also vom Spielerischen macht es mehr Spaß. Was will er dir überhaupt einem sein? Das habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt gehabt. Das habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt gehabt. Was er die ganze Zeit wollte. So, Kaiutsu Gift. Greninja Gift. Vielleicht mal suchen. Und die ganzen Gifts jetzt irgendwie weggenommen? Nur so ein verpixeltes Gift. Oder so ein hyperaktives Greninja. Wollt ihr ein hyperaktives Greninja, was die ganze Zeit am Rumspringen ist? Ah, hier ist ein gutes. Smogon. Danke. Hat schon ein bisschen Panik bekommen, dass wir nur
hyperaktive Pokémon da hätten. Quaiyutsu. So, okay. Dann mache ich das gerade. Am 14 Quaiyutsu. Kein hyperaktives. Das wär auch zu hart. Das hyperaktive hätte mich auch so sehr getriggert. Gut, wir haben zwei Orden. Ich speichere mal die ganze Zeit jetzt mal kurz, weil es leckt gerade irgendwie komischerweise. Ich zocke jetzt noch ein wenig die GTA-Story weiter. Ich höre und schaue zu, aber schreibe erstmal nicht. Alles klar, Oktoshi. Viel Spaß im Look und zock auf jeden Fall die GTA-Story, falls du es noch nicht gemacht hast. Ich kann mich immer noch an Gambos Tod erinnern. Mein Beileid, Mann. Das arme Gambo. Auf Ruhe, okay. Und Palim ist down. Hallo Funny Fox TV, moin moin, wie geht's, wie steht's, ich hoffe dir geht's gut. Und schön, dass du auf meinem Kanal bist. Erste Mal hier. Sehr, sehr cool. Golbit, lass mir drin. Kaiyutsu macht das schon. Mir geht's gut, freut mich sehr. Sehr schön. Geht's weiter? Okay, Wins-Pokémon. Oh, Pantimos. Auch sehr, sehr cool. Habt ihr eigentlich schon die neueste Pokémon-Folge, die am Freitag rauskam, gesehen, Chat? Ich hab die nochmal in Discord gepostet gehabt, wo ihr die dann kostenlos und legal schauen könnt, und zwar bei Togo. Schade, dass du kein Pfingst hast, ist mein Lieblings-Pokémon. Ja, ja, aber... Also ich hatte als ich Pokémon Y damals auf dem 3DS gezockt hatte, hatte ich tatsächlich Pinks ausgewählt gehabt. Aber ich finde halt wirklich von der Endentwicklung her, finde ich wirklich Greninja bzw. Quaiyutsu so geil. Also es ist wirklich, finde ich sehr, sehr nice. Ich meine, für Nexus konnte man ja jetzt bei Kamazin Purpur fangen, also für die Leute, die es nicht gemacht haben, ich habe kein Problem. Ich habe da auf jeden Fall das Event gemacht gehabt. Und zwar am Tag meiner Hochzeit. Oder am Abend vor meiner Hochzeit. Habe ich das Event noch gemacht. Deswegen Grüße gehen raus auf jeden Fall am Winnie Day. Für einen Guide, der mir weitergeholfen hatte. Oder von welchem Streamer ich auch das Guide gesehen hatte. Deswegen, falls ihr Eier braucht, ich kann euch dann welche geben. Bei Kamazin und Purpur. Falls demnächst Kamazin und Purpur zocken sollten. Ich meine, jetzt ist Breloom. Also, wie heißt Breloom nochmal auf Deutsch, Chat? Dieser Affe von Schwert und Schild. Hieß Breloom? Oder bin ich gerade komplett lost? Kann ich verstehen, Quaiyutsu ist auch nice. Ja, vor allem Shiny. Quaiyutsu und Shiny ist so geil. Gotrum, genau, Gotrum. Moin, Silke, alles gut bei dir? Wie geht's, wie steht's? Was geht ab? Wie war eigentlich die Hochzeit? Die Hochzeit war wirklich mega, mega nice. Ich konnte nur noch keine Bilder hochladen. Ich wollte ja eigentlich zeigen, was ich anhab. Aber das Ding war, dass ich, dass wir keine Bilder gefühlt gemacht haben, sondern nur der Fotograf. Das ist halt das Ding. Aber die Hochzeit war wirklich mega, mega schön, hat alles geklappt, so wie es klappen sollte. Ich hätte aber auch Pfingst genommen bei meinem ersten Mal. Ja, sehr, sehr nice. Ja, wer war von euch als Team Pfingst, Chat? Oder was habt ihr bei X und Y alles damals genommen am Anfang? Genau, Gortrum. Gortrum wird es ja demnächst geben, also am Freitag. Das wird auch sehr, sehr nice.
Mir geht's gut, freut mich, Zeker. Ich war Team Fink sehr, sehr nice. Aber deswegen auch bestimmt Fox TV, oder? Alastor, vielen, vielen lieben Dank für dein Follow auf TikTok und willkommen in der Shigigang. Danke, danke, danke. Gambo 2.0 ist Level 20, sehr, sehr nice. Am Anfang von XY habe ich Traubenzucker genommen. Traubenzucker? Traubenzucker? War dann die Autokorrektur wieder im Gange? Mag Füchse halt. Füchse sind die besten. Und ich sehe gerade, dass mir mein, dass ich vorhin an meine Catcam gekommen bin. Und da ist ein bisschen. Chaos Max, vielen, vielen Dank für dein Follow. Und willkommen in der Shigigang. Danke, danke, danke. Ich hoffe, dir geht's gut. Also ich mag auch Füchse sehr. Meine Katze Fiona erinnert mich immer an einen Fuchs, weil die so eine lange, also wie so eine Fuchsschnauze hat. Hier sagen wir auch immer zu ihr, dass sie aussieht wie ein Fuchs. Also vielen, vielen Dank, Chaos Max, und willkommen in der Community. Ich hoffe, dir geht's gut. Danke, danke, danke. Gambo 2.0 hat noch mies underleveled. Ja, aber es wird noch. Ich meine, unser Kajus ist schon krass. Funny Fox, auch an dich. Vielen, vielen lieben Dank für dein Follow und willkommen in der Shigigang. Danke, danke, danke auch für dich an deinen Follow. So, Pinsy am Start. Let's go. Amigo, wir brauchen mehr Shiny Hunter in der Community. Wir müssen auch demnächst mal wieder Shiny Hunten bei Kamezin und Purpur. Ich glaube, das machen wir nach X und Y. Oder, Chat? Nach X und Y mal Shiny Hunten. Cristiano, vielen, vielen Dank für dein Follow auf TikTok und willkommen in der TikTok-Shigigang. Danke, danke, danke. Jetzt habe ich keinen. Jetzt ist mein, durch den letzten Alert ist hier mein, Licht hier im Hintergrund ausgegangen. Jetzt ist hier im Dunkeln schon. Mir ist halt immer zu langweilig beim Shiny Hunten. Also bei Kamezin und Purpur muss ich sagen, ist halt super, super einfach, das Shiny Hunten. Also es war noch nie so einfach, Shinies zu hunten, gell? Oder haben die es mittlerweile irgendwie gefixt? Deswegen mache ich es nicht. Es ist verständlich. Also wenn es nicht langweilig ist, dann ist es wirklich verständlich. Aber vor allem, wenn man auch kein Ziel hat, ne? Beim Shiny Hunten. So. Aber Shiny Hunt macht wirklich eigentlich Spaß bei Kamezin und Purpur. Vor allem, wenn man so einen Shiny Sandwich Maker hat wie Jojo. Dann ist super easy. Generation 19 nicht als Shiny Hunt, das ist Shiny Sammeln mehr nicht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber da macht es halt, also da ist es halt wirklich super, super easy. So, Knochenmehrrang. Zweimal trifft. Knochenkeule. Ja, nehmen wir statt Knochenkeule. Und wir haben auch Silberblick. Verteidigung. Ja, Rutenschlag und Silberblick. Könnte man eins davon rausnehmen. Hat in Kamezin ein wildes Shiny zur Ruhe gefunden, weil ich außersehen in eins reingelaufen bin. Wie geil ist das denn? Das ist ja mega, mega nice. Das ist wirklich cool. Das erinnert mich an die Geschichte von Superheldenland und ihrem ersten Shiny. Und zwar Superheldenland ist eine Zuschauerin von mir. Die hat ein Shiny bekommen. Das weißt du noch. Und zwar ist eine Taurus-Herde in sie reingelaufen und da war einfach ein Shiny Taurus drin. Wie geil ist das denn? Das ist wirklich sehr, sehr nice. Aber ich liebe das, wenn man so per Zufall in irgendein Shiny reinläuft. Das sind für mich wirklich for real die besten Shinies, oder? Wenn man wirklich damit gar nicht rechnet. Und dann random so ein Shiny Encounter. Das ist für mich wirklich der größte Erfolg. Wo sind die Generationen 3 bis 7 Shiny Hunter? Also das Problem ist, also ich würde es gern machen. Verstehe mich nicht falsch, Jojo. Aber ich bin jemand, der keine Zeit leider dafür hat. Leider habe ich dafür keine Zeit. Auch für die Soft Resetten. Das hat früher so Bock gemacht. Ich glaube, Lugia hat das damals gemacht gehabt.
Da hast du noch die Zeit gehabt. Aber mittlerweile fehlt mir leider die Zeit dafür. Knochenmehrrang habe noch nie von der Attacke gehört. Ist ja so eine typische Attacke von... Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen von dem Pokémon. Das ist ja gefühlt bei Kamazin Pupo durchspielen 10k Random Encounter. Stimmt. Das stimmt. Meinst du, war ein Shiny Piroleo, wo direkt noch ein Shiny in mir drin gespawnt ist? Das ist wirklich sehr, sehr geil. Wie sieht Shiny Piroleo aus? Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Dragosso, genau. Ja, von dir weiß ich es, Amigo, aber wo sind die anderen Menschen? Haben auch vielleicht keine Zeit. Wo komme ich hier lang? Wir haben schon gekämpft. Toll. Toll, 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 toll. Dachte, hier kann ich doch irgendwo hier IP sparen. Hat schon ein bisschen die Hoffnung gehabt. Ich guck mal, was kommen wird. Muss kurz was machen. Oh, Mann. So. Welche Pokémon sind schon gestorben bis jetzt? Ich glaube, bisher sind zwei Pokémon gestorben bei mir. Und sorry, dass ich gerade kurz was anderes machen musste. Ich wollte gerade was runterladen, was mir ein Kumpel gerade geschickt hatte. Aber irgendwie konnte ich die Datei nicht runterladen. Was irgendwie sau komisch war, was so strange war. Aber auch keine Zeit. Ja, das ist wirklich doof mit der Zeit, ne? Sobald man gefühlt fängt zu arbeiten, ist das wirklich... Wegsperre, dein Ernst? Sobald man gefühlt anfängt zu arbeiten, dann hat man wirklich nur begrenzte Zeit. Habe ich so das Gefühl. So, B, ich muss mal googeln, kann ich mich nicht beschreiben, die Farbe. Okay, mache ich auf jeden Fall. Shiny Piroleo. Oh, sieht ganz nice aus. Sieht aus wie so eine verhellte Version gefühlt. Wohin genau, ey. Ich will wieder in die alte Firma, da hatte ich mehr Zeit und genauso viel Geld. Okay, das ist belastend. Das ist wirklich traurig. Aber vielleicht ergibt sich ja irgendwann die Chance, ne? Weißt du ja nie. Waren aber beide weiblich, leider mag das Männliche mehr. Das Männliche ist auch super, super nice, aber ich hatte auch das Pech gehabt, dass ich nur weibliche immer gefangen hatte. Am Freitag Pikmin 4 ist schon so weit, dass Pikmin 4 rauskommt, sehr, sehr nice. Weiß schon, was der Nintendo am Freitag machen wird den ganzen Tag. Die haben zumindest gesagt, die rufen an, wenn sie Fest einstellen. Das ist doch wenigstens was Gutes. Oh ne, da muss ich ja runterspringen. Nee, darauf habe ich keinen Bock. Dann verzichte ich auf das Item. So, Chat, aber ich glaube, wir haben jetzt. Ah, okay, die Antara City. Erstmal schön super Lag gehabt. Das ist auch schön.
Gehen wir natürlich erstmal ins Pokémon Center. Und heim erstmal unser Team. Ah, okay. Die zwei tanzenden Leute hier, ey. Das ist so komisch, gell? Ich hasse die Kampfarena, die ist die schlimmste von allen in dieser Generation, finde ich. Echt? Ich habe keine Ahnung mehr, wie sie war, tatsächlich. Ich kann mich wirklich an so wenig erinnern. Bro. Ich wollte doch nur TikToks gucken. Tja, Jojo, darfst nicht. Warte, was? Was wurde gesagt? Turm der Erkenntnis. Der war hier, glaube ich, gell? Ein Tanz. Ah! Megastein. Kurioser Stein. Mein Albtraum, wohin genau? Warum hast du einen Albtraum von wohin genau, Minecraft? Turm der Erkenntnis. Hier kann man bestimmt auch einen Encounter gelangen. War es nicht sogar so? Das. Genau, gegen sie. Kriegt man nicht dann auch hier das Riolu? Die ist hart wegen dem Resladero, aber ich finde, die ist gar nicht so schlimm, auch wenn ich Resladero immer noch hasse. Zum Glück ist Resladero gestorben. Ja, unser Resladero ist down gegangen, stimmt. Wir hatten Resladero im Team. Ich kann, ich glaube, Fanny, du hast danach gefragt gehabt, welche Pokémon schon bisher alles gestorben sind. Also darunter auf jeden Fall ein Resladero. Ich kann es auf jeden Fall gleich nochmal in der Box zeigen, wenn wir im Pokémon Center sind. My Boy Naruto, das Lucario. Du kriegst da einen Mega Lucario, sehr, sehr nice. Stimmt, man hatte auch da das Glurak mit der X- und Y-Entwicklung gehabt, gell? Genauso wie mit Mewtwo X- und Y-Entwicklung. Sorry, Chat, dass ich gerade gehen musste. Ich bin irgendwie voll müde geworden. Easy. Hi, soll ich einen Let's Go Arctos, Lavados oder Zapdos Shiny haben? Alle drei würde ich sagen, Jaden. Und vielen, vielen Dank für dein Follow auf TikTok. Danke, danke, danke. Willkommen in der Shigi Gang auf TikTok. Genau gegen Serena. Easy. Und danach gehen wir bestimmt zum Pokémon Center. Unfair. Wow, nur zweimal getroffen. Ja, wir machen es schon mit Kaiutsu, denke ich mal. Ja, auf jeden Fall letztes Kaiutsu. Noch mal Schlecker.
Genau. Dann ruckzuck-keep. Das ist auf jeden Fall down. Wir kriegen Level Up auf Kaijutsu. Und dann soll es auf jeden Fall auch noch weitergehen. Wieso bin ich Grammokless? Funny, wenn du, also mit was schaust du mich gerade? Mit dem PC oder mit dem iPad oder, also mit Tablet oder mit dem Handy? Igastan, ich war doch die Weiterentwicklung, die Pflanzenweiterentwicklung, gell? Mach mal Relaxo rein. Handy, okay. Was für ein Pokémon willst du denn sein? Dann kannst du es gerade einstellen. Weil mit dem PC kann man es jederzeit einstellen. Pink's Shiny. Der ist Pink's nochmal auf Englisch. Finnekin. Machen wir mal Stärke. So. Oh mein Gott. Bitte nicht aufwachen. Dann nehme ich jetzt einen Albtraum. Sieht gut aus. Ja, also Pfingst und Shiny sieht schon sehr, sehr nice aus. Und danke, Danny. Dass du mir Bescheid gegeben hast, dass es Finnekin heißt. Das Zurückschrecken, ja, das ist so super nervig. Und Jaden, viel, viel, viel Glück beim Shiny Hunten. Aber Let's Go müssen wir eigentlich auch nochmal durchzocken, weil da bräuchte ich Let's Go Pikachu. Weil viele Leute, die neu dazugekommen sind, ich sammle halt Pokémon-Editionen. Und ich habe halt... Früher war ich so als Kind, hatte ich nicht viel Geld. Und dann musste ich halt immer die alte Pokémon-Edition verkaufen, um die neue Pokémon-Edition kaufen zu können. Und ja... Deswegen bin ich gerade wieder dabei, einfach alle Editionen wieder nachzukaufen. Auch natürlich mit der Verpackung, Originalverpackung, außer es ist zu teuer. Und die will ich dann aber auch durchspielen nochmal. Deswegen zocken wir zum Beispiel Pokémon X zum Beispiel gerade durch. Spielspannend werde ich dann auch meine Pokémon X Edition dann drauf machen. Was pickst du ab bei Kanalpunkten? Das da. Das heißt, du sagst, also du schreibst rein, was für ein Gift du drin haben willst, zum Beispiel hier Ash Ketchum, ein Pfingst-Gift oder sonst was. Und dann werde ich da eins hinzufügen. Aber dadurch, dass heute alle resettet worden sind, werde ich das alles morgen hinzufügen. So schnarcht da, wenn wir auf jeden Fall reinnehmen. Ja, englische Namen kenne ich mich ganz gut aus, aber auch nicht alle. Liegt es an, also guckst du den Anime in Englisch oder an was liegt es, Danny? Und habt ihr da schon die neueste Pokémon-Folge gesehen, Chat? Okay, ich hoffe, ich über... Ich bin so doof, gell? Das war so ein unnötiger Tod. Ich wollte es ausprobieren. Ich weiß nicht, was in mich gekehrt ist, aber ich wollte es einfach unbedingt ausprobieren, ob es möglich ist, um das noch zu überleben. Lass Wasser trinken. Da muss ich mir auf jeden Fall ein Wasser holen. Ich hole mir schnell ein Wasser. So, ich muss ein Glas Wasser trinken. Das werde ich auf jeden Fall direkt machen.
Ich schaue immer nur immer Nuzlocke-Challenges bei englischen YouTubern. Ja, sehr, sehr nice. Dann trinke ich mal ein Glas Wasser. Nicht nur verloren, eigentlich haben wir in Wahrheit verloren. Ich meine, wir haben einfach unsere Lachse verloren. Wiggler auf Wiggler nehme ich immer in Mario Kart, weil es witzig aussieht. Stimmt, Wiggler ist jetzt draußen, gell? Das sieht dann wirklich lustig aus. Rip, rip, Grammorkles. Relaxe war ein tolles Pokémon und es lebt in unseren Herzen. So sieht's aus. Aber wir kriegen ja jetzt Platz für ein tolles Pokémon namens Lucario. Oder wann kriegen wir es? Wann kriegen wir das? Nach der Arena, okay. Gut. Dann gehen wir jetzt erstmal hier auf die Box. Und dann zeige ich euch mal, welche Pokémon wir hier auf der Box haben. Und zeige euch erstmal das Friedhof. Erstmal unser Pampam namens Gambo, unser Balgoras, was ich wirklich so gerne im Team gehabt hätte. Amigo Junior, unser Restladero, auch sehr, sehr geil gewesen. Und jetzt unser Relaxo. Das ist so schmerzhaft, so geile Pokémon. Die sind hier alle hier gelandet. Gut, Chat. Pokémon Kampf ist jetzt die nächste Arena. Und Kampf hat doch Schwächen. Nee, gegen Unlicht nicht. Kampf hat Schwächen gegen Flug, Psycho und Fee. Flug, Psycho und Fee. Gut, es reicht aber auch jetzt nicht. Nehmen wir die hier gerade einfach mal mit. Ah, Psycho. Psycho-Schock hier. Mit Psyogon könnten wir vielleicht arbeiten. Ja, Balgoras, das ist so traurig. Wieso ist mein Starter kein Finks? Das wäre cool gewesen. Aber du hast einen Kanimani, hä? Kanimani ist doch auch voll cool. Ist Finks dein Lieblings-Pokémon? Funny Fox? Vielleicht sollten wir uns auch. Wir haben unser Team noch nicht geheilt gehabt, gell? Milizia auf Englisch, Chat. Midi Knight. Digga. Nee, nicht Midi. Big Midi Knight. Wahrscheinlich, Chat. Milizia. Junge, warum ist es so groß? Rosi auch, stimmt ja.
Ja. Der Name, ey. Hast du doch gesagt, natürlich Sphinx mein Lieblings-Pokémon. Ja, ich habe ein Kurzzeitgedächtnis. Merk ich mal wieder. Giga-Medizin. So sieht's aus. Den gerade einen mysteriösen Stein für einen Sonnenstein gegeben oder umgekehrt. Und ist hier nicht die Arena? Ich wollte gerade sagen. Wo ist denn Conny? Bin ich gerade so lost, dass ich Conny nicht finde? Und ist hier noch ein Turm? Chat, seid einfach nichts. Yantara Arena, let's go! Let's go! Erstmal hier gedriftet, hier ein Jump, da ein Jump, noch ein Jump. Lol. Das war wirklich lost. So, Psiaugon. Mogenlieb, klappt immer. Ah, nein, ich habe zu schnell A gedrückt. Digga. Medizin, ja, richtig schnell down gegangen. Ich bin los. Dieses Verdrücken, gell? Dieses Verdrücken regt mich gerade so auf. So, Psychoschock, let's go. Darf anscheinend nicht zu schnell drücken. Let's go. Was? Was? Ich dachte gerade, da kommt ein Raid rein. Ich, Junge, der Nintendo, da hast du mich richtig Kopf genommen. Da hast du mich richtig. Habe ich voll erschrocken. Was war das denn? Das war ein Blurb-Sound. Manchmal bin ich einfach. Ich bin so doof. Ich bin heute. Oh Mann! Was ist denn heute mit mir los, Chat? Was ist heute mit mir los? Was ist heute mit mir los, Chat? Bin ich. Ich glaube, ich bin heute zu müde oder. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist nicht mehr normal. Das ist so ein unnötiger Tod wieder gewesen. Also wirklich extrem unnötig. Du bist noch im Urlaub, ich merk's wirklich.
Ulimar war es die Freifahrtskarte eigentlich für die Arena. Lukas mit vielen Attacken. Stimmt. Daran habe ich gar nicht gedacht. Junge, Junge, Junge. Das ist der zweite Tod. So super unnötig. Bremse. Unnötiger Tod leider, ja, komplett unnötig. Also ich weiß wirklich nicht, was heute mit mir los ist, Chat. Das ist ja heute der erste Stream, seitdem ich wieder zurück bin. Aber ich verdrück mich auch hier die ganze Zeit. Hast du einen Stein, um den zu entwickeln? Also Lukas, mit was für einem Stein kann man es denn entwickeln? Funkstein müsste es sein, okay. Muss ich gucken. Oder Leuchtstein. Wollen wir gleich nach. Vesco, vielen lieben Dank für dein Follow und willkommen in der TikTok-Schicke-Gang. Danke. Ich sagte, ich hasse die Arena. Die Arena wäre eigentlich einfach gewesen, nur ich hätte mal 2 Sekunden nachgedacht. In meinem kleinen Gehirn. Ulimar ist gestorben, weil die Arena kacke ist. Nein, Ulimar ist gestorben, weil ich einfach kacke bin. XXX der Panda, Dr. Panda. Vielen lieben Dank für dein Follow und willkommen auch an dich in der Shiggy Gang auf TikTok. Danke. Na, wir gucken gleich mal, ob wir es Lukas entwickeln können. So, ist auf jeden Fall down. Kommt vielleicht wieder, muss aber eben gehen. Alles klar, denn ich bin nur bis später dann hoffentlich. Schauen wir erstmal, ob wir hier passende Entwicklungssteine dabei haben. So ein Stein. Nö, sieht nicht danach aus. Nö, haben wir leider nicht. Haben wir leider nicht dabei. Schade. Dieser Xbox-Controller nervt mich heute. Irgendwie klickt er viel zu schnell. Dieser Xbox-Controller, ich schmeiß ihn gleich aus dem Fenster, Chat. Ich mein's ernst. Hallo! Ah! Also, der Controller nervt mich gerade übeltrieben. Digga. Ich glaube, ich muss mir einen neuen Xbox-Controller zulegen. Okay. So,
Das Zugkick wäre jetzt halt geil gewesen, ne? Ich heile nochmal zur Sicherheit. Sicher ist sicher. Sehr schön. Level 31, wichtig und richtig. Silke ist auch Level 33, Gammo Level 24 und Rosi ist, Rosi auch, erreicht Level 18. Handbewegung des Ziels voraus, um zu gewährleisten, dass die nächste... Okay. Hariyama, okay. Feenbrise. Oh Gott, jetzt kommt Kaiutsu bestimmt rein bei meinem Glück. Ne, Rosi auch, okay. Ja, mit Level 18 bist du auf jeden Fall noch zu schwach. Bin müde. Ja, willkommen im Club. Willkommen im Club. Der Grund, warum ich wahrscheinlich hier heute für den einen oder anderen Fehler gemacht habe und. Hariyama nervt mich gerade ein bisschen. Aber Zika, was sagst du nun zur neuen Mikrofonqualität? So, willst du jetzt, dass ich einfach jetzt die ganze Zeit angreife oder nicht? Weil ich wette damit, wenn ich jetzt eine Attacke auswähle, greift's an. Safe Call. Bin schon bestimmt länger wach als du. Wenn du Frühstück hattest, bestimmt. Oh mein Gott. Aber jetzt greifst du ihn nächstes Mal an. Das ist ja mal das Schöne. Seit wann bist du wach? Beziehungsweise wenn du zur Frühschicht fährst, wann muss man da aufstehen? Gambo 2.0. Kampfnuss, let's go. Hier 13 bin ich auf. Da bin ich gerade aufgestanden, um aufs Klo zu gehen. Mitten in der Nacht. Ich war um 7 Uhr wach heute. Um heute im Fitnessstudio so einen Körperanalysentest zu machen. Das habe ich jetzt meinem Coach geschickt. Und morgen habe ich dann das erste Telefonat mit ihm nochmal. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Wir gehen ganz kurz im Pokémon Center. Ich nehme mir jetzt kein neues Pokémon mit, denke ich mal. Wenn wir dann einfach schon direkt Platz haben für das Riolu bzw. aka Lucario. Frage ist. Stummmodus aus, so. Sehr gut. Nein, hallo. Gut, weil meine Frau hat natürlich, jetzt kann ich sagen Frau, meine Frau hat keinen Schlüssel dabei. Und deswegen müsste sie mich dann anrufen, damit ich sie reinlassen kann. So. Ich find's sieht so krass aus. Einfach 83 Subs, gell? Der letzte Stream wirklich, vor der kleinen Streampause, ist wirklich so extrem, eskaliert. Deswegen nochmal vielen, vielen lieben Dank an alle, die beim letzten Stream dabei waren. Das war wirklich sehr, sehr heftig. So, let's go, Chat.
Bin ich mal gespannt. Wie wir es machen werden. Ob wir einen Verlust wieder haben werden oder nicht. Filmbrise, Mogelhieb, das war klar. Gott sei Dank nur drei Pokémon. Perfekt. Und den Fuß down. Mashok. Auch sehr, sehr geiles Pokémon. Okay. Wer ist nochmal das Pokémon, was Lukas ist? Chat. Bebe. Oh nee, was bist du denn für eine ekelhafte Trainerin? Jetzt verstehe ich Dings. Funny Fuchs. Warum sie so einen Abfuck auf die Arena hat. Heute reden wir nicht darüber, wie kacke ich bin, Chat. Heute verkacke ich wirklich einfach alles. So bin ich jetzt vollständig da, willkommen. Oh doch. Ja, das nächste Pokémon nochmal verloren. Oh, ja. Ich weiß, Conny hat das Resladero. Octo. Oder? Ich weiß nicht, ob ich gefragt habe, aber wie geht's? Mir geht's ganz gut, bin aber heute anscheinend zu müde, um mich zu konzentrieren. Deswegen kommt hier gerade der ein oder andere Fehler zustande. Oh ja. Huste dich hoch mit deinen Attacken. Bitte schlag dich selbst. Oh, nicht Biss! Dieser Kack-Controller, Mann! Oh, Gott sei Dank. Wenigstens etwas. Nassschweif. Flying Press, okay. Digga, ich weiß nicht, was ich jetzt machen muss. Shillock ist jetzt auch down. Wir werden gerade über Teams auseinandergenommen. Du kannst den Nuzlocke aufgeben. Nee, wir werden nicht aufgeben. Wir werden nicht aufgeben. Problem ist, was ich nur sehe, ist mit allen... Wir müssen wirklich mit allen Craft das irgendwie... Erstschlagattacke landen und easy peasy. Wasserschuriken. Bitte dreimal treffen. Natürlich nicht. Bitte, bitte schlag. Ja! So geht's auch. Digga. Oh mein Gott, war das knapp. Das war so knapp. Ey. Ich fühle jetzt auf jeden Fall Funny Fox Aussage. Das kann viermal treffen, nur als Info. Ja, aber hat es leider nur zweimal. Aber das hat Gott sei Dank gereicht durch die Verwirrung. Aber trotzdem, wir haben so viel Minus gemacht. Das ist so heftig. Steigerungstieb. Ich habe da auch zwei Pokémon verloren. Das ist wirklich traurig.
So. XY-Routen wird gerade geöffnet, damit ich weiß, wo wir die nächsten Pokémon dann encountern können. Okay, erstmal zum Pokémon Center. Erstmal zum Pokémon Center. Pokémon austauschen. Bin weg, habe ich was verpasst? Ja. Wir haben 3 Pokémon verloren. Und zwar Labebe und Shellock. Das heißt, auch kein Turtok. Und wir hätten ja auch für Turtok die Mega-Entwicklung bekommen. Das ist so schmerzhaft, gell? Jetzt müssen wir uns neu aufstellen. Was für Pokémon nehmen wir? Dieser Control. Welches Pokémon nehmen wir mit? Belizza? Brauchen wir dann? Doch, wir brauchen da einen TMs. Dieser Controller ist dann schuld. Der geht einfach manchmal nach oben oder so. Ich werde mir auf jeden Fall einen neuen Controller holen müssen. Gibor würde ich jetzt einfach mal reinnehmen. Boden haben wir, Wasser normal. Habt ihr das gerade gesehen? Das kommt gerade vom meinem Controller einfach von allein. So. Erstmal sollten wir uns vielleicht mal heilen. Stuntank. Stuntank ist das Problem. Wir haben halt dann Gift und Unlicht und wir haben schon Unlicht drin. Deswegen habe ich es nicht reingenommen. Amigo, er fragt, wie es mir geht. Du bist ihm egal. Aber mir geht's gut, Okto, danke der Nachfrage und dir. Habe ich dich ignoriert oder wen habe ich ignoriert? Sorry, Chat. Amigo habe ich schon vorhin gefragt, aber lass ihn auch mal denken. Es geht an ihn, okay. Warum ist dein halbes Team tot? Ja, Digga, ich bin heute lost. Lost as fuck. So, wir gehen mal jetzt auf Route 12. Weil da haben wir noch einen offenen Encounter-Chat. Was kommt da für ein Encounter-Chat? Plauderguy! Sehr, sehr geil. Ich feier Plauderguy so sehr. Wisst ihr das bei Plauderguy-Chat? Plauderguy ist so geil. Plauderguy war ja das Geile. Das waren damals bei Pokémon Pearl und Diamant, konnte man auch im Kompetitiven, also man konnte was sagen, was das Plauderguy sagen soll, bei so einem Typen. Und das haben die dann, konnte es dann beim Kompetitiven dann auch sagen. Und da haben so viele Beleidigungen stattgefunden und sonst was. War schon eine lustige Zeit. Oder war es ein SW... Das war nicht mal Pearl und Diamant, ich bin lost. War es Schwarz-Weiß 2? Jojo? Mozuki, ich hoffe, ich mach's. Ja, am Schlafen. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß auf jeden Fall, dass es in irgendeiner Edition war. Und ich habe so hart gefeiert. Aber ich glaube, es wurde dann rausgepatcht, oder? Ich war noch nicht beim Turm. Also, Plauderguy will ich auf jeden Fall haben. Sehr schön. Plauderguy wurde gefangen, Chat. So,
Und vor allem jetzt habt ihr Sean's Chat eine Minute Zeit, einen Namensvorschlag für das Plauder Guy zu sammeln. Den schießt los. Und dann gehen wir auch gleich zum Team. Madonna soll es heißen. Madonna mit einem N oder mit Doppel-N? Ich glaube, es wird mit Doppel-N die Madonna geschrieben, oder? Weiß nicht mehr. Wir holen auf jeden Fall gleich zum Cario ab, Octo. Wellen minus Sit. Habt ihr noch Namensvorschläge, Chat? JZ21. Eigentlich müsste dein Namensvorschlag, glaube ich, von Zilker kommen. So, 15 Sekunden habt ihr noch, Chat. Nee, nee. Na gut, Zilker. Gar kein Namensvorschlag. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Dann sind es diesmal nur 3 Namensvorschläge tatsächlich. Okay. Gandalf, leider zu spät. Tut mir leid. Zicker. Und es wird Vainsit. Ich dachte, du willst es auf jeden Fall Gandalf nennen. Aber als du Nein gesagt hast, dann dachte ich mir, gut, dann start schon mal. Aber unser Octogod-Chat entwickelt sich jetzt einfach. Endlich mal wieder Glück. Bifass. Aquaknarre. Okay, ein Liter. Ja, war gerade, als es abgelenkt habe, es nicht gerafft. Ah, schade, Mann. Schade, schade, schade. So, Route 12. So. Dann gehen wir erstmal hier wieder in Pokémon Center rein. Heilen unser Team. Dann stellen wir nochmal unser Team ein bisschen um. Und dann machen, genau, und dann fügen wir die Pokémon unten an. Damit wir unser aktuelles Team haben. Und zwar. Welches Pokémon soll ich da rausnehmen, Chat? Ich glaube, wir brauchen wir hier einen VM-Sklaven? Bei X und Y brauchten wir doch einen VM-Sklaven, oder Chat? Bin mir nicht mehr sicher, aber ich denke schon. Ich war im Kino gestern, der sehr, sehr nice. In welchem Film warst du diesmal? Ich bin immer im Kino, kann es sein. Ich glaube, wir brauchen vor allem Sklaven. Indiana Jones und das Rad des Schicksals, sehr, sehr nice. Wie war der? Das ist der Controller-Chat! Das ist der Controller! Xbox One Controller. Xbox One Controller ist die aktuellste Konsole, oder? Und ich mach mir die Ziel raus. Dann bekommen wir auch gleich auf jeden Fall noch einen Kampf-Pokémon.
Du sollst nicht bei Wish bestellen, Amigo. Ich werde auch nicht bei Wish bestellen. Ich werde mir jetzt auch gleich bei Amazon einen neuen Controller bestellen. Damit ich auf jeden Fall für den nächsten Stream einen richtig guten Controller. Kiesling ist unwichtig, okay. Dann mach ich Kiesling raus. Dann machen wir Kiesling in Medizia. So, und jetzt aktualisiere ich das Team. Die nächste Pflanzenarena ist Pflanze und danach kommt Elektro. Okay. Okay, okay. Gut. Dann ist Plaudergei auf jeden Fall ein Schlüssel-Pokémon. So, Plaudergei auf Englisch-Chat. Chatot. Ich liebe Plaudergei. Auch so einer meiner Lieblings-Pokémon. Feier ich so hart, gell? Okay. Dann lasse ich so jetzt das Team-Chat. Jetzt nochmal zur Vergewisserung. Xbox One ist der die aktuellste Xbox-Konsole, oder? Damit wir uns hier nicht falsch verstehen. Das Lustigste ist, mein Mario Kart 8 Game haben wir am Donnerstag bestellt und sollte am Samstag kommen. POV, du hast das Game immer noch nicht. LOL. Was ein Kack und worüber hast du bestellt? War auch schon eine Woche im Urlaub. Warst du im Urlaub? Ah, hast du nicht bei so einem Zeltlager gehabt oder sowas? Meine Mutter hat gesagt, bei Galaxus, aber klar, wenn es morgen nicht kommt, dann haken wir nach. Okay. Bei der Galaxus hatte ich auch schon bestellt gehabt und das kam auch eigentlich sehr pünktlich an. Oh, Fuß tot. Sehr schön. Mein Urlaub war auf Insel Rügen und zwar in Peringlager. Genau, das meinte ich. Das meinte ich. Wie war's? Und das Problem ist, Chat, wenn wir gegen das Kajuz, also mit unserem Kajuz anfangen, dann haben wir wirklich eine Schwäche, weil wir haben mit Koyuzi eine zweifach Schwäche gegen Kampf, Käfer, Pflanze, Elektro und Fee. Ist ja nicht so geil. Ach stimmt, wir kämpfen mit einem Lucario, gell? Genau, Lucario gegen Lucario, ja, easy.
Digga, Okto, das kann ich leider nicht erlauben, deine Nachricht. Aber du hast einen in den Bauch getreten. Weil er dich mit deinen... Ah, Julius, das hättest du nicht belauben sollen, weil jetzt kann man das Wort halt die ganze Zeit benutzen. Aber gut. In Ordnung, hab ihn voll in den Bauch getreten, weil ich nicht aufgehört habe, mit seinen Schlappen mich zu schlagen. Dann ist es richtig ausgerastet und konnte ihn etwas antun. Aber er ist immer noch ein kleiner Punkt, 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 Sohn. Ah. Digga. Komplette Eskalation. Aber Gewalt ist keine Lösung, Mann. Auch wenn man es auch mal einsetzen musste, sehe ich keine Lösung. Ja, genau, Bandeswort. Einfach die zwei Versionen sozusagen. So sieht's aus, Gewalt nur zur Selbstverteidigung. Oder zur Zivilcourage. Also anderen Leuten zu helfen. So, jetzt haben wir Lucario auch noch. Und das Pokémon-Chat, wenn wir das wirklich verlieren sollten. Durch irgendeinen Fehler von mir. Nehmen sogar hier die Mega-Entwicklung. Wenn ich sie ja irgendwo als Giftflur finde. Wenn nicht, dann nicht. Und Lucario geben wir auch einen Spitznamen-Chat. Keine Frage, aber erstmal machen. Gif hier rein. Zu Lucario. Ich wehre mich nur, ich habe hier laut ja gesagt, er soll aufhören und sorry wegen dem Wort am Ende. Alles gut, Mann. Ich sehe gerade die Wörter, die Jojo. war ja auch, ja, alles gut. Also, es ist auf jeden Fall verständlich, Mann. Auf jeden Fall verständlich. Jeder hätte so gehandelt. Oder fast jeder. Gut, Chat, ihr habt jetzt eine Minute Zeit, um das Lucario einen Spitznamen zu geben. Ich war ein paar Begriffe. Macht das ruhig, macht es ruhig. Irons Naruto. 45 Sekunden habt ihr noch, Chat, fürs Lucario. Pac-Man. Irons Naruto habe ich schon hinzugefügt. Aber Jojo, Kill kannst du ruhig doch drin lassen. Kill ist ja nicht so schlimm. Gute Erinnerung, oder? Ah, stimmt, das stimmt. Gut, 10 Sekunden. Jojo, willst du auch noch einen Spitznamen geben fürs Lucario? Oder irgendjemand anderes? 5, 4, 3, 2, 1. Kein Monkey. Okay. Dann losen wir aus. Und es wird Irons Naruto. GZ an Einkraft. So. Ah, sehr geil, dass wir jetzt einfach Naruto drin, Naruto haben drin haben, Lucario drin haben. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr fresh. Einfach Level 32, das ist heftig.
Frage ist nur, welches Pokémon sollen wir dann... Na ja, komm, wir haben EP-Teile drin. Können wir schon machen. Und Lucario besitzt ja schon den Megastein. Ja, das ist halt wirklich das Nice. Leider schwebt einfach ein Pokéball in der Luft. Habt ihr es gesehen? Okay, es sah aus, als würdest du in der Luft schweben. Turtok wäre ein krasser Tank gewesen, ja. Ja, wir hatten generell so coole Pokémon im Team gehabt, wenn die nicht alle down gegangen. Das ist das Problem. Dass die halt alle down gegangen sind. Und vor allem so unnötig, auch vor allem das Psyaugon. Surfer. Sehr, sehr nice. So, Ironcraft kann Surfer erlernen. Gegen Aquawelle will ich es machen. Du bekommst noch ein Glücksei von der Pflanzenarena. Sehr, sehr nice. Das ist wirklich gut. Stärke. Ah, nein, 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 nein. Gegen Kopfnuss. Arzerschneider. Gut, gut. Dann können wir auf jeden Fall weiter. Quajutsu und Lucario werden Champs, das fühle ich. Das fühle und weiß ich. Ja, sowieso. Sowieso. Also Quajutsu muss. Von Lucario. Habt ihr die neueste Pokémon-Folge schon gesehen gehabt, Chat? Gegen Wasser-Pokémon war ja Pflanze und Elektro stark und davon haben wir gar nichts. Team, das ist ein bisschen belastend. Das ist ein bisschen belastend. Nö, hast du noch nicht. Also auf dem Discord habe ich einen Pokémon-Chat rein, also in den Pokémon-Ordner, Discord-Ordner reingepostet auf jeden Fall. Du hättest doch auch Octogod Surfer geben können. Ja, ich weiß, aber wir haben Octogod nicht im Team. Das ist halt das Ding. Moin Hudro, alles wird bei dir, wie geht's dir stets? Du noch vom Start bist. Wobei du Fisch down. Macht Surfer bei Victoria Schaden. Sehr gut. Level jetzt dann auch die anderen Pokémon. Ja, das müssen wir auf jeden Fall machen. Ich bin ja auch gerade Pokémon X. Sehr, sehr nice. Wie weit bist du gerade? Der Tacher. Aber es ist gerade auch kein neuer Encounter, gell? Das ist immer noch Route 12, Chat. Mein Minecraft macht die Pflanzenarena nicht, okay. So. Also das Ding ist, da müssten wir eigentlich Wellensitz nach vorne nehmen. Wasser gegen Pflanze merkst du selbst, oder? Ja. Ja. Das sollte man merken.
Sieht so aus, als wäre da ein Item, oder? Oder bin ich doof? Was da so glänzt. Genau, wählen sie rein und dann auswechseln, ja. Ich bin gerade beim Champion sehr, sehr nice. Viel, viel, viel Glück, Gudro. Viel, viel, viel Glück. Geradax, machen wir mal mit Lucario. Udo, vielen Dank für dein Follow und willkommen in der Shiggy Gang auf TikTok. Danke, danke, danke. Pokémon werden als Sklaven benutzt und werden die Tyrannei zerschlagen. Ja. Moin Venom. Bock. Dann nur das Pantimos von echt Mama. Macht gefühlt den ganzen Haushalt. Wird halt wirklich 1:1 Bestklar. Gibt es nicht sogar eine Pokémon-Folge, wo das irgendwie einen Haushalt macht? Hier ist doch immer noch Route 12, oder? Oder bin ich Lost Chat? Und Chat, Xbox One ist doch die aktuellste Xbox-Konsole, oder? Überreste, sehr, sehr wichtiges Item. Das ist wirklich das beste Item. Liebe Überreste. Was geben wir? Gambo? Ah ja, Digga, dieser Controller. Ich bestelle mir wirklich gerade einen leichten neuen. Das ist ja eine absolute Zumutung hier. Sechster Typ, W als Arena, danach Psycho und dann Eis. Ja, das werden wir auf jeden Fall hinbekommen. Wir bräuchten auf jeden Fall mal ein Feuer-Pokémon. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Xbox Series S ist die neueste. Das ist doch das gleiche Xbox One und Xbox Series S, oder? Also Xbox-Universum kenne ich mich halt null aus. Fühlst du jetzt das ganze Spiel? Heute nicht, also ich streame montags und mittwochs ab 20 Uhr bis 23 Uhr Pokémon X die Nuzlocke Challenge. Und ja. Am Freitag ist dann halt immer, auf was wir gerade Bock haben. Das ist gut gesagt und same, amigo, same. Also ich muss aber eins sagen, ich habe eine PS5, ich hatte eine PS4, ich hatte aber auch eine Xbox 360 und eine PS3. Und ich fand tatsächlich, um es jetzt mal so zu sagen, ist Xbox tatsächlich, muss ich sagen, auch wenn ich die PlayStation die ganze Zeit geliebt habe, ist Xbox besser als PlayStation. Und da kann man mir nicht mehr Nein sagen oder sonst was. Das Problem ist, bei PlayStation hast du mittlerweile zu viele Nachteile. Also bei Xbox hast du sehr viele Verknüpfungen.
warum ich mir auch demnächst eine Xbox eher holen werde, wenn es eine neue Xbox-Konsole geben sollte. Ich meine, mittlerweile gibt es ja viel Dings, viel Crossplay. Sonst mich bestimmt zu one-hitten, oder? So, eins Naruto. Sehr schön. Gainjo erreicht Level 1, das ist sehr, sehr nice. Ich hatte nur die PS3 und sonst nichts außer meinen 3DS und mit dem habe ich das hundertfache mehr Spielzeit als auf der PS3. PS3 habe ich halt sehr, sehr viel Spielzeit gehabt in GTA 5 damals. Wirklich, GTA 5 auf der PS3 war damals Legende. Da hast du, wolltest du einen GTA Online-Server joinen und es hat 20 Minuten gedauert. In der Zeit kam meistens eine Pizza an, konnte die Pizza essen, irgendeine Folge von einer Serie schauen und ja, mehr muss ich glaube ich dazu nicht sagen. Haben wir geschwitzt. Dass ich noch nicht fliegen habe. Fliegen wäre jetzt sehr, sehr nice. Dann nehme ich einen Kopf wieder rein. Guckst du auch den Pokémon-Anime? Ja, auf jeden Fall. Also am letzten Freitag habe ich auf jeden Fall die Folge gesehen gehabt. Die letzte Folge sozusagen. Ich meine, also das müsste ja die letzte Folge gewesen sein. Es gibt ja sonst keinen Sinn. Wenn ihr, wie ihr wisst, also wie es ausgegangen ist. Und für die Leute, die fragen, wo man den Pokémon-Anime immer die aktuellsten Folgen gucken kann, ist das tatsächlich bei Togo von Super RTL. Könnt ihr ganz einfach auch sogar auf die Website gehen oder die App herunterladen. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie der neue Anime dann sein wird zu Kamezin und Poko. In einer Woche und 3 Tage habe ich Geburtstag. Sehr, sehr nice. Wie alt wirst du dann, Okto? Ich wollte gerade aus einem leeren Glas trinken, Chat. Junge, heute bin ich absolut lost. 15? Das ist ein süßer Alter. Ist einfach genau 10 Jahre jünger als ich. 15 habe ich ordentlich viel gemacht gehabt. Das war ein wirklich cooles Alter. Wie fandest du den Kampf zwischen Ash und Deleon? Geht. War schon cool, aber es geht. War jetzt nicht so ein krasser Kampf. Ich fand das Turnier ein bisschen. Naja. Aber ich hatte trotzdem Gänsehaut und trotzdem Pipi in den Augen, weil ich einfach wusste, dass es einfach die letzten Folgen sein werden mit Ash. Wo
Und was ich halt cool fand, dass man, dass sie alles einsetzen konnten. Also, ob Mega-Entwicklung gegen Dynamax und. Dino Pocket, vielen, vielen Dank für dein Follow und willkommen in der Skigang auf Twitch. Danke, danke, danke. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, das war nice. Also ich hoffe wirklich, dass wir irgendwann so eine Edition bekommen, wo wir es auch so machen können. Also ob Dynamaximierung, Mega-Entwicklung oder Terra-Kristallisierung. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Gott, oh Gott. Ich glaube, Zeka ist, glaube ich. Oh. Ich verwechsel es halt immer bei Zeka. Ist nicht Zeka 22? 21? 23? Bro, ich habe keine Ahnung. Ja, 52 war's. So, Wenz jetzt Level 28, Gambo ist Level 27, sehr, sehr nice. Ne, bei Zeka verwechsel ich's immer. Mit jemand anderem. Ein Silberblick. 21 war's, doch, okay. Haben wir 7.11. Sehr gut. Hab den Champion, sieht sehr, sehr nice, Hutro. GG. Das kommt in den Kalender, das merke ich mir nicht. Ich glaube, ich habe es schon in meinem Kalender eingetragen. Oder, Zeka? Surfer, let's go. Und auch zu Kip. Sehr schön, Level 41. Wo ist auch Level 23? Ah, okay. Mein Cousin, der auch eine Xbox hat gesagt, Xbox X oder Xbox S, also Xbox Series X oder Series S. Kreative Name auf jeden Fall. Super geil. Das ist genau was für dich. ich hatte gerade gedacht, dass Zeka im Juli Geburtstag hat. Ja, Bro, also ohne Witz, deswegen habe ich mir wieder Facebook heruntergeladen. Ich kann mir Geburtstage nicht merken und so wie Zeka es auch schreibt, ja, sowas merke ich mir auch nie, so wie Namen merken, schrecklich. Namen und wirklich Namen und Geburtstage sind so schwer und ich bin ja einmal im Monat gefühlt im Büro. Und dann hatte ich letztens einen Kollegen gesehen gehabt, an den ich mich nicht mehr erinnern konnte. Aber der konnte sich an mich erinnern. Ich meine, ich arbeite für die Schweiz, arbeite für Deutschland. Und er kommt zu mir und sagt Hi. Und ich sag so, hab meine Hand rausgeschickt und gesagt Hi. Und hab mich halt vorgestellt. Ja, das war so peinlich. Kenn ich zu gut. Die Gesichter kommen mir immer so bekannt vor, aber ich weiß immer nie, wie die dann heißen. Ja, das ist... Das kommt mir. Wir haben ja in der Nachbarstadt, also in der Stadt, wo ich herkomme, ein Weinfest momentan. Und Bro, ich laufe da durch, sehe die Gesichter und weiß ganz genau, dass ich die kenne oder dass, von wo ich die kenne, dass ich mit dem mal Fußball gespielt habe, ein Team oder sowas. Oder, also sonst irgendwas mit denen zu tun hatte. Und eine Zeit lang zu tun hatte, aber mir fallen die Namen nicht mehr ein. Ich bin so lost, was es halt angeht.
Ich habe da wirklich gar keine Ahnung. Das ist der stärkste Trainer im ganzen Spiel, so sieht's aus. Ich finde es lustig, weil in jeder Edition gibt es den Kappador-Trainer. Zeig mal deinen Ring hier. Hier ist der Ring. Und hier meine schöne Hornhaut. Fuchsiert halt nicht so geil. Es ist sehr edel, danke, danke. Mein Schatz. Irgendein Freund hat einfach nur gesagt, einen Ring, um ihn zu knechten. Zirkel kurz Gollum geworden. Nicht nur kurz. Nochmal Kanon. Hast du jedes Spiel gespielt? Ja. Ich habe jedes Pokémon-Spiel gespielt. Aber Hutu, dadurch, dass du mich jetzt erst seit heute kennst, ich hatte halt früher als Kind nicht viel Geld und dann habe ich halt immer, um die neueste Pokémon-Edition zu haben, musste ich halt die vorherige Pokémon-Edition verkaufen. Und jetzt habe ich ja mein eigenes Geld. Das heißt, ich kaufe mir jetzt einfach die Pokémon-Edition wieder neu. Nach, also was ist neu nach? Ich gebraucht nach mit Originalverpackung und so weiter. Und will dir dann mit euch den Stream durchspielen. Deswegen spielen wir zum Beispiel Pokémon X gerade im Stream durch. Weil ich mir dachte, ich will ihnen jetzt nicht nur die Edition einfach in meinem Schrank haben, beziehungsweise irgendwann will ich die halt schon im Regal haben. Jede einzelne Pokémon-Edition. Und da würde ich die aber schon gerne auch durchgespielt wieder haben. Also dieser Controller ist wirklich kacke, gell? Habt ihr schon, Chat, wer von euch mag alles Fußball? Okay, TM-Quiz erstmal. Langsame Pokémon kommen 5 Runden lang als erstes an die Reihe. Bizarro-Raum. Bizarro-Raum, sehr nice. Amigo, soll ich dir mal kurz auflisten, was ich heute als alles so gespielt habe? Ja, let's go. Sag mal Bescheid. In der Stadt bekommst du das Glücksei. Bei wem genau? Ah, okay, da kommen wir zum Pokémon Center also an. Selber spielen, ja, ganz cool, aber so zuschauen, nö, null. Das Ding ist halt, ich liebe ja bei FIFA diesen einen Spielmodus namens Pro Club. Das heißt, du erstellst einen eigenen Spieler und spielst dann mit Freunden oder wie wir es gemacht haben bei FIFA 23 war es ja, mit der Community. Und es hat so Bock gemacht. Und das Geile ist, was ja beim letzten FIFA kacke war, dass ja nur Ultimate Team Crossplay hatte. Diesmal habe ich schon durch verschiedene Quellen gehört, dass sogar Pro Club, oh, Fliegen, sehr, sehr nice, kriegt unser Plaudergeil direkt, dass sogar Pro Club Crossplay haben soll. Und wenn das stimmt, werde ich es mir auf jeden Fall wiederholen und dann werden wir es wieder als Community zocken, weil darauf habe ich richtig, richtig Bock. Das hat so Bock gemacht mit der Community. Geh in das Hotel oben und links ist ein Mädchen, das will deinen Starter sehen. Ins Hotel. Das ist ein Hotel, oder was? Nicht hier.
US Back, nochmal Glückwunsch. Ich hoffe, du hattest eine schöne Hochzeit. Danke, Pac-Man. Moin, moin. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hatte auf jeden Fall eine schöne Hochzeit. War auf jeden Fall super, super schön. Ich hätte mir keine, tatsächlich keine schönere Hochzeit vorstellen können. Und keinen schöneren Tag. War wirklich so perfekt. So perfekt. Das ist Glück sein. Vielen, vielen lieben Dank. Also, GTA 5 Story, ETS 2, Forza 5, Star Wars, Battlefront 2. Das sind die Games, die du momentan zockst. Battlefront 2 habe ich auch eine Zeit lang gezockt am Anfang. Das habe ich lange nicht mehr gezockt und habe auch wirklich die Lust dran verloren gehabt. Achso, War Thunder. Das sind die ganzen Games. Sehr, sehr nice. Achso, nee, FIFA mag ich gar nicht. Ah, oh, schade. Hä, auf was war es dann das andere bezogen, was du geschrieben hattest? Ich dachte circa, das war jetzt auf FIFA bezogen, deswegen hatte ich gerade voll die Hoffnung. Die ich zurzeit aktiv spiele, sehr, sehr nice. Und wirklich, also Pro Club macht halt, Metronom, sehr, sehr nice. Weil Pro Club macht halt richtig, richtig Bock. Also ich werde es mir auf jeden Fall zocken, holen. Ich denke, ich werde es dann privat zocken, wieder wahrscheinlich mal mit meinem Cousin diesmal. Er dann auf der Xbox, ich dann auf dem PC. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Spielst du Pokémon Go? Ja, spiele ich. Und Hudro, eine Frage, hast du auch, Zilker, Ghost, einfach mal wegbannen, bitte. Danke. Nee, Fußballspiel mag ich nicht. Mehr die erste. Mag ich nicht. Mehr die erste N3 Fußballgames waren nice. N3 Fußballgames. Man wurde die, eine 50er Bomb rausgedroppt. Ja, letzten Stream, den wir hatten. Vor einer Woche. Also letzten Mittwoch. Also. Mittwoch vor 2 Wochen muss es gewesen sein. Achso, die ersten 3 Fußballgames waren nice. Du meinst FIFA 96, 97 und 98? Weil die waren wirklich nur nice. Mann, da hätte ich einen Gratis-Sub bekommen können. Ja, hättest du. Aber vielleicht bekommst du noch irgendwann einen Gratis-Sub. Pro Club bockt nicht, wenn man kein Team hat. Ja, Pac-Man, aber, das habe ich gerade gesagt gehabt, ich habe gehört, dass das neue, also EA Club, oder wie es heißen wird, wohl Crossplay jetzt überall unterstützt. Vor allem auch bei Pro Club. Und wenn das stimmt, hole ich es mir auf jeden Fall definitiv, dass wir das wieder als Community zocken können. Weil dann ist ja egal, ob du eine Xbox, Playstation oder PC hast, dann können wir es alle zusammen zocken und darauf hätte ich richtig, richtig Bock. Achso, dann kann ich ja mitzocken, ja. Und dann wird wirklich gesucht, weil das würde ich so fühlen. Das hat so Bock gemacht schon bei FIFA 23, als wir es gezockt hatten. Und das würde ich schon gerne machen. Was für ein Game FIFA, beziehungsweise EA Club oder wie es heißt. Ja, 3 alte, die ich mal gespielt hatte. Ja, das waren auf jeden Fall sehr, sehr nice Editionen. Aber man muss schon Props geben an das jetzige FIFA, was auch rausgekommen ist. Also FIFA 23. Das hat auch übelst Bock gemacht. Ist jetzt nicht so, dass es ein Trash-Game war. Sonst hat tatsächlich... Oh, ich hatte kein Fliegen auf dem Bandit drauf. Das war schon sehr, sehr nice. Das neue FIFA 23. Auch mit den Party-Games, die man da hatte. Also haben die sich auf jeden Fall mal... endlich mal Gedanken gemacht. Danke, dass Gesang nicht klappt. Super. Sehr, sehr nice. Warum wehrt es die ganze Zeit ab, Bro? Wie unfair ist es denn? Nur weil ich zu dem Lager fahren musste und deswegen zeitiger ins Bett gehen musste. Das ist wirklich RIP. Nee. Das ist Betrug.
Das ist sowas von Betrug. Tut mir leid, Chat, aber... Nee. Das ist Betrug. Hab gehört, im neuen FIFA sind im Ultimate Team Frauen und Männer zusammen. Hab ich auch gehört. Und wenn das wirklich stimmt, dann ist es... Also dann ist Ultimate Team wirklich Schmutz. Tut mir leid, dass ich sagen muss, aber... Das fühle ich dann halt zu 100.000% gerne. Lucario gleich so One-Shot. Echt jetzt? Wo soll Lucario One-Shot sein? Ich weiß nicht, ob ich das so fühle. Ja, also musst du halt selbst entscheiden, ob du Pro Club oder sowas, also FIFA generell fühlst oder nicht. Ich fand's halt immer sehr, sehr nice, also Pro Club vor allem. Da habe ich halt damals auch mit meiner Fußballmannschaft gespielt gehabt und da waren wir wirklich 11 Mann. Das hat so Bock gemacht bei FIFA 14. Mal gespannt, wie die das regeln. Ja, ich bin mal auch gespannt. Naja, Gesang hat einen Trefferquote von 55%. Echt nur so wenig? Soll ich gerade Irons Naruto drin lassen? Gegen Absol sollte es doch kein Problem sein, oder? Lucario hat Schwächen gegen Kampf, Boden und Feuer. Und Absol hat halt Schwächen gegen Kampf, Käfer und Fee. Deswegen lassen wir doch Lucario drin. Ja, ja. Ja, down. Wäre bloß ein wenig lustig, wenn es Lucario down gewesen wäre. Da hätte ich wirklich das Heulen bekommen. Ah, Chat, ich weiß nicht, ob ich es heute bis 23 schaffe. Ich bin heute wirklich durch. Absolut ist doch normal, oder? Ja. Dann hätte Amigo den Stream beendet, oder? Nee, ich hätte wirklich geholt. Ich hätte wirklich geholt. Er hätte den Stream nicht beendet, aber ich hätte wirklich geholt. So, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück zum Pokémon Center Chat. Haben jetzt auch einen Knogger. Stimmt, da müsste ich auch das neue Bild dann. Knogger auf Englisch heißt Marowak. So. Hä? Och nö. Was ist das denn für ein Kack hier? Wirklich so eine Seite, wo man ganz, ganz einfach die GIFs findet und so weiter. Und ich verstehe auch manchmal nicht, warum es manchmal bei PokéWiki zum Beispiel bei manchen Pokémon das GIF gibt und manche nicht. Das Gute ist, ich speichere mir jetzt jedes Mal die GIFs ab, so dass ich dann nachher einfach bei den nächsten Nuzlocke oder sowas dann einfach nur den Namen merken muss. Den Namen einfach eingebe und dann würde ich es auch direkt bekommen. Vielleicht nicht mehr die Arbeit.
Gibt's nicht. Also ich finde, tut mir leid, Chat, aber ich finde gerade, wie ich keinen Knogger gibt. Als ob das so schwer ist, dass man Gift davon findet. Jetzt, oder? Das muss doch. Bitte enttäusch mich nicht. Das muss doch eins sein. Ja, wir haben's. Knogger war mein erstes Shiny in X, Y und Y. Sehr, sehr geil. Das ist doch sehr, sehr geil. Also ich feiere auch Knogger. Finde nur die Geschichte hinter Knogger sehr, 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 sehr traurig. Beziehungsweise hinter Trogosso. Das ist halt super traurig. Welches Pokémon-Game kommt danach? Das ist eine gute Frage. Wie ich eine gute Frage. Weil ich, wie ich am Überlegen bin, was wir danach machen. Es kommt ja bald. Wann kommt nochmal Pokémon Meisterdetektiv Pikachu und wann kommt nochmal das DLC raus? Das sind ja auch Games, die ich auf jeden Fall hier streamen will mit euch. Wird das. Also ich hole mir auf jeden Fall einen neuen Controller. Bis Mittwoch habe ich einen neuen Controller, Chat. Devcore, ich werde mir gleich auf jeden Fall einen bestellen. Moin, wie war's? Moin, Wyatt. Diese Welt ist groß und du wirst sie mit mir sehen. Gemeinsam werden wir zwei unseren eigenen Weg gehen. Was auch kommt, ein Team wie wir hält zusammen. Neue Abenteuer, jetzt geht's los bei mir. Und auf diesem Weg gehen wir. Die Reise startet hier. Wow. Kannst du bei Zikade bitte den Mech machen? Oder was das ist und mir vielleicht einen Shiny mal zeigen? Wäre nett von dir. Mech? Was ist Mech? Bin ich lost oder was ist Mech? Gerade bei einer 20er SOS Chain Shiny Mediras bekommen. Sehr, sehr, sehr nice. GZ. Oh, vielleicht hätten wir auch noch Hypertränke kaufen sollen. Aber moin White, ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's auf jeden Fall. Und da ist nochmal der Ring für die Leute, die es noch nicht wussten, gesehen haben oder sehen wollen. Und die Hochzeit war mega. War wirklich mega gut. Und nächstes Jahr bin ich auch in Hamburg. Ich weiß nicht. Ich hab's dir geschrieben, gell? Wir gehen, kommen mal raus und ich kaufe mir Hypertränke. Ja, sicher ist sicher. Geh mal pennen, um 34 ist die Nacht vorbei und will nicht verschlafen. Ja, verstehe ich. Dicker, aber vielen, vielen Dank, dass du am Start warst. Ich wünsche dir eine gute Nacht und morgen frohes Schlafen. Arbeite dich nicht zu Tode, gell? 6. Oktober 2023, das ist das Datum für Meisterdetektiv. Ja, siehst du, es kommt schon näher dran. Denk mal, wir werden Kamezin und Pupa auch mal wieder demnächst zocken. Würde Rubin oder Saphir fühlen? Haben wir auch schon gezockt. Mega, Rubin hatten wir als letztes gezockt gehabt. Vor X und Y. Auch hier gerade. Ich wollte hier einkaufen gehen. Nicht hier in der Box rumstöbern. Hyperbälle. Da kaufen wir auch ein paar ein. Also was mit dem Rest kaufen wir die Hyperbälle ein. Dann haben wir auch erstmal genügend Hyperbälle. Wird auf jeden Fall nicht schaden. Ich war am Wochenende in Berlin. Berlin ist schon so groß. Ja. Ich bin auch tatsächlich nächsten Monat bin ich am Wochenende in Berlin und an einem anderen Wochenende, ich glaube 2 Wochen später, bin ich in München. Also muss ich gucken, ich glaube. Also ich muss mal dann genau die Termine checken.
Aber ich bin auch am Oktoberfest, glaube ich, auch in München. Wenn es stattfindet. Oder war zumindest geplant. Aber wie gesagt, Omega Rubin und Alpha Saphir hatten wir schon durchgespielt gehabt. Auch als Nuzlocke. Ich glaube, ich lege mich jetzt schlafen. Habe die letzte Nacht nicht gut geschlafen. Schlafstörungen kicken bis Mittwoch und gute Nacht und viel Glück noch. Danke, Octoshigi, und vielen Dank, dass du am Start warst. Alles gut. Ich wollte auch heute, wie gesagt, nicht so lang machen. Also nicht bis 23 Uhr wie sonst immer. Dann dachte auch bis 22.30 Uhr, weil ich auch selbst platt bin. Erstens, der Controller ist kaputt. Dadurch verzippe ich mich die ganze Zeit. Wir hatten ja schon 2-3 Pokémon heute. Deshalb sogar tatsächlich auch ein Gewissen. Nicht nur, dass ich komplett übermüdet bin, sondern einfach, weil es von allein getippt hatte. Wo ich jetzt erstmal in München war, habe ich mich verfahren, weil es Navi wegen den vielen Interferierungen in München nicht mehr klar kam. Echt? Okay, bin ich mal gespannt. Eisenstachel. Bin ich mal wirklich gespannt. Also ich war natürlich noch nie in München. Deswegen bin ich wirklich super gespannt. Aber in Berlin war ich gefühlt... Frag mich nicht, wie oft ich in Berlin war. Also in Berlin war ich gefühlt... 20, 30 Mal schon. Oh mein Gott. Irons Naruto, let's go. Was ist dein Lieblings-Pokémon? Auf jeden Fall Shigi. Auf jeden Fall Shigi. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber da oben ist eins. Naja, München geht halt von mir aus, deswegen fahre ich da öfter. Stimmt, du bist ja Nürnberg die Ecke, gell? Was doch. Den Typ Pflanze. Das Flug, Gift, Käfer, Feuer, Eis. Stahl ist nun normal. Und auch, ja. Nach Berlin sind es von mir 430 Kilometer. Ja, von mir ist es auch weit. Jawohl, er hat es sich gemerkt. Fühle mich geschmeichelt. Muss ich doch. Ne, Nürnberg wollte ich auf jeden Fall mir auch mal anschauen. Nürnberg war ich, wie gesagt, nur einmal. Ich glaube, kennst du ja schon die Story von mir. Wo ich damals aus dem... an der Tankstelle da rausgeworfen wurde. Weil ich auf am Automaten gespielt hatte. Das war meine Story zu Nürnberg. Meinst du die Dropi? Die Dropi ist auch super, super geil. Ich finde generell die Wasserstarten. Das ist sehr, sehr nice. Ich bin Tourguide. Für Nürnberg, meinst du? Julio? Die Story kenne sogar ich. Ja, das ist halt... Da habe ich mich bis heute geärgert. Aber gut. Das kommt davon, wenn man Glücksspiele spielt, ne? Lombrero. Lombrero ist auch so nice. Amigo, der am Rastplatz Hausverbot hat. Ja. Aber ich glaube, die Safe Call, wenn ich da jetzt reingehen würde, würden die mich nicht mehr erkennen. Ich meine, wie alt war ich da? 16, 17? Das ist so lange her. Ich meine, ich bin mittlerweile 25. Was ist dein Hass-Pokémon? Oh, ich muss sagen, Hutro, tatsächlich ist bei mir immer so das Ding, wenn ich eine neue Generation zum Beispiel spiele, dann komme ich oftmals nicht klar mit den neuen Pokémon. Aber ein Hass-Pokémon habe ich aus dem Prinzip nicht, weil diese Hass-Pokémon kommen dann irgendwie, werden irgendwie so gut im Anime meistens eingebunden, dass ich dann tatsächlich selbst dagegen dann keinen Hass entwickeln kann. Und das finde ich halt super, super krass. Deswegen habe ich tatsächlich kein Hass-Pokémon. Zum Beispiel Mermion fand ich bei Schwert und Schild super, super nervig, weil es die ganze Zeit geheult hat. Ich mag keine Heulsusen. Und dann war es aber im Anime ganz cool. Und Inteleon, auch die Endentwicklung ist super, super geil. Aber was wäre so die beste Zeit, Chat, für die Leute, die jetzt aus Nürnberg und Umgebung kommen, für Nürnberg, sich Nürnberg anzuschauen? Wenn ihr so sagen würdet, okay, Sommer, Frühling, Herbst, Winter. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Also wir werden heute auf jeden Fall die Arena durchmachen und bei der Arena ist dann Schluss. Heute. Ja, kommt drauf an, was man sehen möchte.
Ich habe keine Ahnung, was in Nürnberg so gibt, was man sich unbedingt anschauen sollte. Schon das erste Problem bei mir. Boah, Junge. Oh, Giftor, nein. Das ist vergiftet zu sein. Eigenkopf Level 42, Gangjo Level 25, sehr nice. Und Giftspitzen, das haben wir gerade hier gesehen. Das werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Gegen Härtner tatsächlich. Winter der Weihnachtsmarkt ist halt cool. Mit einer Partnerin zum Beispiel. Zum Glück habe ich ja jetzt eine. dann mache ich das. Ich habe auch, glaube ich, sowas von Nürnberg mal gehört, dass der Weihnachtsmarkt dort super, super schön sein soll. Das auf jeden Fall machen. Nürnberg gibt es Burg, Altstadt und Bratwurst. Dann werde ich das werde ich auf jeden Fall machen. Aber ich glaube, wenn ich nach Nürnberg fahren sollte, dann werdet ihr schon Bescheid wissen. Falls man sich dann über den Weg laufen sollte oder sonst was. Also würde ich dann auf jeden Fall nochmal Bescheid geben. Und ich würde euch auf jeden Fall nochmal um ein Update fragen, was ich mir auf jeden Fall anschauen soll. Ich meine, es kann ja auch sein, dass irgendwas Neues in Nürnberg aufgemacht hat. Was man unbedingt ausprobieren soll. Zum Beispiel irgendwelche Food Trends oder sowas, weil ich liebe Essen. Dieser Controller, ohne Witz. Ich bestelle mir einen neuen nach dem Stream. Und dann wird der ist auch keine Ahnung wie alt, Chat. Naja, der GameStop hat zugemacht. Ja, viele GameStops haben zugemacht. Der in Wiesbaden hat auch leider zugemacht. Und das Ding ist, Chat, für mich war es der nächste GameStop in meiner Nähe. Weil ich immer in der Stadt war, einmal in der Woche in Wiesbaden. Und dann immer in dem Parkhaus dort geparkt habe, wo der GameStop ist. Und ja, das Problem ist, wenn ich jetzt einen Code haben will, muss ich nach Frankfurt fahren. Und ich werde nach Frankfurt fahren, weil ich natürlich die Codes nicht verpassen will. Weißt du überhaupt, wie ich aussehe? Nein, aber ich weiß, wie dein Nachhauseweg aussieht. Voll gruselig, dass ich sowas weiß, aber ich meine, du hast mir ja letztens geschickt. Welche Codes ja die Geheimgeschenke? Also wenn ein Pokémon zum Beispiel. Das hatten wir ja bei Schwert und Schild. Weißt du, was ich meine? Ah, oh, Stachelsport. Ich würde jetzt nicht ins Stadion gehen, das mache schon ich und ich ärgere mich nur. Ich will ja guten Fußball sehen, deswegen, wenn die Eintracht dort spielen will, dann will ich es mir auf jeden Fall anschauen. Hat Spaß. Also Traditionsvereine sind auf jeden Fall besser als irgendein Plastikverein. Deswegen könnte ich es mir schon vorstellen, mal ein Nürnberg-Spiel anzuschauen. Einfach nur aus dem Prinzip, weil es ein Traditionsverein ist. Aber trotzdem will ich es nicht machen. Also zumindest erstmal nicht, außer es ist, kommt irgendwie, wie es kommt. GameStop sind eh die größten Verbrecher, ja. Bringst du 300 Pokémon-Spiele hin und am besten noch so richtig super seltene. Und dann sagen die, ja, wir können dir 10 Euro geben. Sag's Bescheid, Juju, und ich zeig. Sag's Bescheid, Juju, und ich zeig dir schon was. Alles klar, bin dann gespannt. Nürnberg ist unglaublich schlimm. In Bezug auf was? Ich meine, ich komm aus der Nähe von Frankfurt. Ich bin in Frankfurt aufgewachsen, also. Ach du Kacke! Bitte! Oh mein Gott. Bitte vernichte das Koko, weil. Oh nein, 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 nein. Ich sehe schon Van Zit Down. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Digga, ich hatte gerade schon so Panik bekommen. Achso, also FCN der Fußball. Achso. Ja. Aber ihr habt einen Traditionsverein. Ihr seid jetzt nicht wie Wolfsburg, Leipzig, Hoffenheim, Leverkusen oder. Also, gut, sind auch Traditionsvereine, aber. Also, Leverkusen. Leverkusen ist doch ein Traditionsverein. Aber ihr wisst, was ich meine. Dahinter steht halt eine Firma und das ist halt wie ich. Na. Nicht so geil. Fühle mich gemobbt.
Ah. Nee, alles gut, Pac-Man. Ich glaube, ihr kennt ja meine Einstellung zu Plastikvereinen. Und Fußball. Und ich werde es auch nie verstehen. Also ich habe zum Beispiel in meiner Stadt, wo ich wohne, habe ich halt einfach Kinder laufen sehen mit RB Leipzig-Trikots. Und Bro, ich weiß nicht, wieso dieses Kind ein Trikot davon anhat. Wenn du aus Leipzig kommst, gibt es andere Vereine aus Leipzig, die tausendmal schöner sind und tausendmal bessere Kulturen haben. Und ich meine, ich wohne in der Nähe, also nicht direkt in Wiesbaden, sondern in der Nähe davon. Und da gibt es so viele Vereine in der Nähe, so viele Traditionsvereine. Und dann läuft man mit einem Leipzig-Trikot rum. Und das verstehe ich halt wirklich nicht. Also ich meine, ich mag Red Bull in Bezug auf das Getränk, muss ich ehrlich sagen. Also ich kann da nichts Negatives sagen. Ich trinke oft Red Bull, mindestens einmal die Woche. Was auch jetzt nicht gesund ist, das Gesündeste ist. Aber ich finde das, was sie halt im Fußball machen, das gehört sich einfach nicht. Für die ist es natürlich schlau, weil es einfach Werbung ist, aber ich finde, das gehört einfach nicht ins Fußball dazu. Gegengift. Dieser Controller, gell? Junge. Kurzen Ausraster bekommen. Paralyse. Kann es jetzt nicht gegen Paralyse heilen? Kann Paralyse irgendwie selbst heilen, Chat? Nee, gell? Hab jetzt gelost. Also ich mag Frankfurt richtig. Pac-Man, ich habe schon immer gesagt, dass du sympathisch bist, oder? Kampf der Red Bull Rasensport. Ja, also ich meine, RB hat ja auch eine Zeit lang was Gutes getan. Also, die haben mich ja mal damals gesponsert gehabt, als ich noch Fußball gespielt habe. Da hatte ich damals Hashtag Verleiht Flügel auf dem Trikot gehabt. Und das war halt schon nice. Weil ich meine, mein Trikot war rot-weiß und das sah auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Und zum Beispiel Julian Draxler hatte damals für uns eine, also da wurden die Prich aufgekauft, hat uns gratuliert, dass wir damals aufgestiegen sind und. Es war schon cool, aber was sie danach gemacht haben und vor allem, was geil war, Chat, kostenlos Red Bull hatten wir im Kühlschrank im Vereinsheim und da war ich in der B-Jugend oder sowas. Da war ich glaube ich in der B-Jugend. Und wir haben nicht wirklich hochgespielt. Wir haben Gruppenliga gespielt, also da hatten wir Wien Wiesbaden zum Beispiel in der Liga gehabt. Und wir hatten Freundschaftsspiele gegen Frankfurt und so weiter gemacht. Aber da haben wir halt abgelost gegen die Vereine, dann machst du nichts. Ah, Mann. Dieser Controller, Mann, ich hasse diesen Controller, ohne Witz. Ich schmeiß den gleich weg. Ich mache den Stream aus und schmeiß den direkt in die Mülltonne. Ich werde jetzt eine Story machen davon. Wir können es nicht irgendwie ändern, gell? Es ist so, wie es ist. Wir können tatsächlich nicht... hier ist irgendwie heilen. Da müssten wir komplett runtergehen und darauf... Das ist halt wirklich kacke. Welche Pokémon gehen sollen wir dann da reingehen? Wir können mit allen Naruto reingehen. Gehen wir so rein. Heilungstyp und let's go. Genau, Paraheiler oder Hyperheiler hätten wir gebraucht. Sollten wir uns vielleicht auch mal zulegen. Damit es nicht sowas wiederkommt. Ja, wenn du das nicht hast, geht's leider nicht. Das stimmt. Aber wie gesagt, das Höchste, was ich gespielt habe, war Gruppenliga und Angebot für die Hessenliga damals. Ich glaube, es war Hessenliga, aber da habe ich dann aufgehört mit Fußball. Und bereue es im Endeffekt nicht, weil ich ohne Fitnessstudio wäre ich ein Krüppel. Ich kann nicht richtig laufen nach einer Zeit. Das ist halt so schlimm. Alles klar. Kann einfach Akrobatik. Junge.
Wir steigern einfach unseren Angriff. Machen wir jetzt Hypertrank nicht, dass wir wieder irgendwie einen Lucky Punch bekommen, wenn wir down sind. Hunger ist down. Kamo erreicht Level 30, Gangjo Level 26. Chefrum als nächstes, okay. Machen wir auch als erstmal Steigungslied. Damit wir. Genau. Einfach so hoch steigen, bis wir das nicht mehr erhöhen können. So, Ben sitzt auch Level 33. Sehr schön. Mimikry. Ah, nee. Ultrigaria, sehr, sehr geiles Pokémon. Feier ich so sehr. Auch Generation 1 Pokémon. Kann man nur lieb haben. Und ist direkt down. Lucario macht das schon. Ja, also mit Steigerungstief war es wirklich super, super OP. Muss man schon sagen. Ego-Trip, was ist Ego-Trip? Anwender steht und führt die Attacke eines langsamen Ziels zuerst. Nee, haben wir nicht. So, sehr, sehr, sehr nice, Chat. 22.30 Uhr, so wie ich es gesagt hatte. Und wir haben den Blattorden. Sehr, sehr cool. Und TM Fliegen einsetzen. Das ist sehr, sehr schön. Das war auch sehr, sehr wichtig. So, Chat. Dann rutschen wir die Rutsche runter. Und dann will ich mich für einen sehr, 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 sehr nice Stream bedanken. Wir raiden noch den Lazy am zum Ende. Ich speichere natürlich. Und dann geht's am Mittwoch weiter. Wie gesagt, heute ein bisschen früher los.